Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Über die Osterfeiertage habe ich in puncto Essen meine Kamera mal laufen lassen und dir abgefilmt, was ich die letzten 4 Tage so zu mir genommen habe. Zuallererst habe ich mir erstmal einen Tee gemacht, denn das gehört zu meinem Ritual. Denn ein Kaffee oder Cappuccino, das ist nicht so meins. Bei ein paar Sachen habe ich die Kamera auch bei der Zubereitung laufen lassen, weil ich mir dachte, das könnte für dich auch ganz interessant sein. Und an Morgen Nummer 1 habe ich mir Pancakes gemacht, im Grunde Protein-Pancakes. Und ich zeige dir mal schnell, was du dafür alles benötigst. Du benötigst Mehl, einen Proteinshake deiner Wahl, Eier, Milch, Öl, um die Pfanne einzufetten und den Belag deiner Wahl. Hier siehst du nochmal alles auf einen Blick. Ich habe als Geschmacksverstärker mir noch die Banane dazugelegt, die mische ich auch gleich noch mit drunter. Da ich die Pancakes ja nur für mich alleine mache, habe ich als Abmessung immer diese Tasse oder dieses Glas neben mir. Also nehme ich immer eine halbe Tasse oder ein halbes Glas Mehl, eine halbe Tasse oder ein halbes Glas Milch und somit vermische ich alles und gebe das erstmal alles in die Schüssel und dann muss noch angebraten. So, und jetzt siehst du die Pancakes, wie sie fertig sind. Ich habe jeden einzelnen Pancake noch dick und fett mit Nutella bestrichen, immer dazwischen noch ein paar Erdbeeren gelegt und an den Tellerrand ebenfalls ein paar Erdbeeren. Und genauso gut, wie es aussieht, so hat es auch geschmeckt. So, zum Mittag gab es nicht ganz so was Aufregendes. Ich habe mir ein paar Vollkornnudeln gemacht mit passierten Tomaten, sie ein bisschen mit Kräutern bestrichen und ebenfalls dazu gab es einen Tee. Zum Abendbrot habe ich mir 2 Scheiben Bio-Brot gemacht. Ich habe mir die vorher getoastet, sodass sie so ein bisschen warm waren. Habe für den Belag 1 Scheibe Salat draufgelegt, ein bisschen Käse, 1 Salamischeibe und zur Dekoration gab es Tomate. Ebenfalls ein bisschen Gurke, Radieschen und vom Frühstück waren noch ein paar Himbeeren übrig. Am Morgen Nummer 2 habe ich mir vorab erstmal ein Ei angebraten, habe mir das dann alles schön dekoriert und zwar auf ein Vollkornbrot gelegt mit 1 Scheibe Toast und ein bisschen Salat. Um den Tellerrand herum habe ich mir wieder ein paar Himbeeren gelegt. Mittags waren wir ein bisschen unterwegs, somit konnten wir also nicht kochen, aber es gibt ja die guten alten Fastfood-Ketten. McDonald's musste herhalten und ich habe mir 2 Cheeseburger gekauft und zum Nachtisch gab es noch 1 Stracciatella-Eis, weil das Wetter so bombastisch war. Da 1 Nachtisch für mich nicht genug war, habe ich mir in der Stadt noch 5 Macarons gekauft und wer diese französische Spezialität nicht kennt, der hat definitiv was verpasst. Ich liebe diese Dinger ungemein, aber die sind bei uns sehr, sehr rar und man kommt echt schlecht dran. Eigentlich hätte ich auch 10 kaufen können, aber ich glaube, 5 waren mehr als genug. Und zum Abendbrot gab es dann bloß noch einen Linseneintopf. Nachdem ich den halben Tag ja nur Süßigkeiten gefuttert habe, ist das, glaube ich, auch in Ordnung gewesen. Am Morgen Nummer 3 gab es für mich 2 Vollkorntoast, bestrichen mit Marmelade, dekoriert mit Himbeeren, 1 Activia-Joghurt mit Himbeeren und 1 Schokomilch. Zum Mittag war ich bei meiner Mama. Dort gab es Fischstäbchen, Fischfrikadellen, Mischgemüse, Kartoffeln, die passende Soße, ein bisschen Salat und als Dessert Vanillepudding. Zum Kaffee gab es nochmal richtige Kalorienbomben und zwar Donauwellen, Windbeutel und kleine Berliner. Zum Abendbrot gab es ganz unspektakulär Tomate Mozzarella. Tag Nummer 4 startete wieder mit 2 Vollkorntoast, bestrichen mit Marmelade, ein paar Bananen und ein bisschen Mango. Zum Mittag gab es Reis, Erbsen und Möhren und Hähnchenfilet. Am Nachmittag kam ich dann auf die Idee, Eis selbst zu machen und dafür benötigt ihr 300 Gramm Früchte, entweder tiefgefrorene oder frische, 200 Gramm Joghurt oder Milch und 80 Gramm Puderzucker. Wenn ihr es gerne lieber ein bisschen süßer mögt, dann nehmt ruhig ein bisschen mehr Puderzucker. Alles dann in den Mixer geben und erstmal ordentlich schön durchmixen. Im besten Fall gebt ihr dann das Eis erstmal so eine Viertelstunde ins Tiefkühlfach und dann sollte es in etwa so aussehen.
Da immer noch ziemlich viel Reste im Mixer übrig sind, gebe ich einfach noch ein bisschen Milch dazu, mixe das alles nochmal ordentlich durch und dann haben wir noch einen Milchshake. Zum Abendbrot gab es dann Vollkornbrot, als Brotbelag Tomate und als kleinen Snack Paprika und Gewürzgurken. So, dann würde ich mich eigentlich schon wieder aus diesem Video verabschieden. Ich hoffe natürlich, dieses Food Diary hat euch gefallen. Hinterlasst mir gerne mal unten Kommentare, ob ihr sowas öfter sehen möchtet. Allgemein freue ich mich natürlich über eure Kommentare, über einen Daumen hoch, wenn euch das Video wirklich gefallen hat und natürlich über ein Abo. Ich verlinke euch unten nochmal meine letzten beiden Videos, mein Pinselvideo und meine Abschminkroutine. Somit verabschiede ich mich. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Fühlt euch gedrückt, eure Sandra.